Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video über Google Suchoperatoren. Ich hatte euch ja in einem anderen Video schon gezeigt, wie man zu der erweiterten Suche kommt, entweder auf der Startseite über Einstellungen erweiterte Suche oder wenn man eine Suche ausgelöst hat, hier oben unter dem Zahnrädchen und dann erweiterte Suche und hier bekommt man ja dieses Suchformular. Das Suchformular setzt aber eigentlich die Suchen nur in diese typische Suchoperatoren für Google um, also hier mit den Anführungszeichen, hier mit dem Minus und so weiter. Es gibt aber viel, viel mehr Suchoperatoren als das, was dieses Formular hier bietet. Daniel M. Russell, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Google, hat ein Google Doc erstellt, in dem er alle möglichen Operatoren vorstellt. Encore ist zum Beispiel ein Link, also hier soll etwas in einem Link drin sein oder eben hier soll es gezielt im Text sein oder eben im Seitentitel, also das, was ihr hier oben im Browser angezeigt bekommt oder es soll in der URL sein. Das heißt also hier in dem gesamten, in der gesamten URL, nicht nur vorne in der Domain. Ja, den Around hatte ich euch, glaube ich, auch gezeigt. Also ein Suchbegriff soll maximal so und so viele Worte auseinander sein von dem nächsten. Before und After ist eben zeitliche Suchen. Hat er hier alles schön beschrieben. Ein tolles Dokument, wo man einfach die Sachen gut nachlesen kann. Und ganz unten finden sich auch ein paar Sachen, die es eben nicht mehr gibt. Also das findet man heute noch in ganz vielen Anleitungen, dass der Plus-Operator beschrieben wird. Oder manchmal findet man auch noch den Synonym, diese Tilde. Gibt immer wieder Überraschungen, wenn man in so ein Dokument reinschaut, weil es lebt. Hier steht FileType CSV und FileType MP3 gibt es nicht mehr. Dafür gibt es eine Google Dataset Search. Also hier unter datasetsearch.research.google.com. Das war mir jetzt auch neu, die muss ich mal ausprobieren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze mit den Suchoperatoren? Und ich will euch das jetzt anhand von dem FileType mal demonstrieren. Also für jedes Suchwort muss ich den FileType, also den Suchoperator, davor stellen. Was man oft sieht oder was ich jetzt in letzter Zeit in verschiedenen Anleitungen oder auch in Videos gesehen habe, dass jemand sowas macht. Es bedeutet aber FileType PDF und danach einfach nur die Worte XLS bzw. XLSX. Das heißt, es wird zwar nach dem PDF gesucht und in dem PDF soll XLS und XLSX drin vorkommen. Bedeutet nicht, ich suche nach dem FileType PDF und dem FileType XLS und dem FileType XLSX, was aber so in diesen Anleitungen steht, sondern es muss jedes Mal das Wort FileType davor stehen. Genau. Und jetzt kann ich halt zum Beispiel sagen, ich suche diese Dateien auf einer Seite wie sans.org und jetzt muss ich mir noch überlegen, aktuell ist es ja noch eher eine Und-Suche, also PDF und XLS, sondern ich müsste natürlich dann jetzt sagen hier oder. Das geht mit dem Pipe oder mit dem Wort OR, aber das muss dann in Großbuchstaben geschrieben sein. Den Pipe, den erreicht ihr unter Alt-GR, also die Taste rechts von der Leertaste und dann da, wo das größer-kleiner Zeichen ist. Der ein oder andere, wie ich auch, möchte das Ganze hier jetzt klammern, damit klar ist, wo das Ohr endet. Das muss man aber tatsächlich nicht, weil Google die Klammern einfach ignoriert. Google macht hier automatisch ein Und auf alles, wenn ich das richtig gelesen habe. Mindest steht hier in dem Dokument von Daniel M. Russell, dass eben Klammern keine Bedeutung haben und dass ich sowas wie A und B oder C und D nicht machen kann, sondern im Endeffekt
zwei Suchen machen würde, könnt ihr hier auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und wenn jetzt alles gut gegangen ist, habe ich eben hier jetzt nur noch Dateien in meinen Ergebnissen. In dem Fall PDFs. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ganz überhaupt Dateien auf sind. Das macht jetzt auch nichts. Also ihr seht auf jeden Fall, dass alle Ergebnisse vom Sans sind. Das heißt, dieses und hier bezieht sich auch auf das PDF und nicht nur auf das XLSX. Also von da hat es ganz gut geklappt. Also denkt dran, wenn ihr unterschiedliche File-Types oder Sites oder all diese Suchoperatoren verwenden wollt, dann nutzt im Endeffekt halt für jedes Suchwort immer den entsprechenden Operator. Hofft, dass das mit und oder gut geht. Und ach, was ich hier auch noch gesehen habe, ist sehr interessant, das Thema Plus. Genau, also inzwischen kann man doch bei Google einige Sonderzeichen suchen. Zum Beispiel hier eben Hashtags, Dollar Geld oder eben Zahl Prozent. Für unendlich kann man jetzt auch suchen. Es gibt auch solche Sachen wie Herzchen und Bier oder so, die funktionieren. Lustig. Aber interessant ist das Plus. Das geht jetzt auch. Wenn ich eben nach Google Plus suche, nach C++, nach Coke oder so, aber eben nicht in dem eigentlichen Sinne für und. Und das hier muss ich mir mal angucken. Dataset Search ist für mich jetzt auch neu. Okay, das war's von mir. Macht's gut. Ciao, ciao. Dass klar ist,